Hallo ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, ich hatte ja gesagt, ich wollte diesen Monat keine Perle mehr sticken. Ja, aber so ist das, wenn ich mir was vornehme, halte ich sowieso nicht ein. Und ich bin aufgestanden morgens und hatte so Lust auf Perlen sticken. Und da ich ja ein Projekt fertigstellen möchte, dieses Jahr habe ich mir meine Hexe rausgesucht. Ich habe auch ganz viel gestickt und habe mir dann überlegt, ich möchte dieses Projekt diesen Monat fertig bekommen. Ja, also ich zeige euch mal, ich habe das jetzt nicht eingeklebt, weil das Buch wird mir sonst zu viel. Also ich rechne mal so 500, 1000, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 5, ja, so ungefähr 6000 Perlen habe ich gestickt. Das kann ich jetzt auch entsorgen. Soweit bin ich jetzt. So, ich liege richtig gut in der Zeit oder ich läge gut in der Zeit, aber tata, mir sind meine Perlen ausgegangen. Und ich bin also diesmal tatsächlich so ein bisschen angefressen und ja, mega sauer, weil ich habe dieses Bild ja zweimal bestellt. Also ich habe auch eigentlich oder ich hätte eigentlich die doppelte Perlenmenge haben müssen. So, das heißt, mir fehlen weitaus noch mehr Perlen, weil ich das andere Bild ja erst angefangen habe, beziehungsweise ich habe da ja noch nicht viel gestickt. Also ich habe jetzt auch Nadja angeschrieben. Ich war jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich ein bisschen sauer, weil es ist Fakt, dass ich noch nicht ein einziges Perlenstickbild von Nadja bekommen habe, ohne dass mir irgendwelche Perlen gefehlt haben. Und langsam wird mir echt die Pisse sauer im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich bin wirklich, wirklich, also dieses Mal bin ich tatsächlich richtig sauer. Sie hat natürlich gesagt, sie schickt mir die Perlen nach, aber um diese Nachschickerei geht es gar nicht. Wenn ich etwas bestelle, dann möchte ich auch, dass das komplett ist und nicht, dass ich ständig irgendwo aufhören muss, an irgendwelchen Perlenstickbildern zu sticken, weil mir irgendwelche Perlen ausgegangen sind. Also nee, ich bin auch wirklich am Überlegen, ob ich überhaupt noch ein Perlenbild bestelle da oder... Also diesmal bin ich tatsächlich sauer, weil es ist eine Farbe, ich kann euch das mal zeigen. Das ist diese Farbe hier. Diese hier. Und die geht komplett noch weiter über das ganze Bild. Und ich kann euch mal zeigen, was mir noch fehlt. Also das sind so die letzten vollen Seiten. Da fehlt mir überall ein bisschen. Aber ihr könnt das sehen. Also das ist dieses Zeichen und das schlägt sich eigentlich durch jede Seite und auch mega viel hier überall noch und das heißt, dass mir noch immens viele Perlen von dieser Sorte fehlen. Sie schickt mir jetzt eine große Tüte, wobei ich mir jetzt aber nicht sicher bin, ob es damit reicht, weil wie gesagt, das andere Perlenstickbild habe ich nur wirklich ganz bisschen gestickt und da fehlen mir dann halt, wie gesagt, auch noch die Perlen. Ja, ich hoffe, sie kommen jetzt schnell, aber wie gesagt, ich bekomme das Bild also diesen Monat nicht fertig. Ich hätte es fertig bekommen, denn ich habe jetzt morgen und übermorgen frei und ein paar Tage hätte ich ja noch. Also ja, morgen und dann übermorgen. Ich glaube, wir haben 29 Tage diesen Monat. Ja, und hätte dann quasi den Donnerstag noch gehabt. Aber ich muss sagen, also dieses Bild liegt schon seit Freitag. Also ich hätte natürlich ja, Freitag, Samstag, Sonntag auch noch gehabt. Und in der Zeit hätte ich das Bild locker geschafft. Aber ja, es sollte nicht sein. Von daher warte ich jetzt auf meine Perlen und hoffe, dass die so schnell wie möglich kommen. Ja, war ich ein bisschen angefressen. Ihr hört es wahrscheinlich auch an meiner Stimme. Ich ärgere mich immer noch. Aber ja, nichtsdestotrotz ist es nicht zu ändern. Und ja, ich kann mir die Perlen nicht aus dem Hintern ziehen, hätte ich fast gesagt.
Nichtsdestotrotz möchte ich diesen Monat trotzdem ein Projekt fertigstellen. Ich habe mir jetzt aber kein Perlenstickbild, weil die anderen Bilder, da muss ich einfach zu viel machen, das ist nicht zu schaffen, habe ich mir mein Eulenkind wieder rausgesucht. Und ich habe auch schon, was haben wir hier denn, ordentlich was geschafft. Also ich habe Samstag angefangen, hier dran weiterzusticken, aber es hält, obwohl es Vordruck ist, hält es doch auf. Also ich war hier unten irgendwo, habe hier so alles aufgefüllt. Hier habe ich ein bisschen weiter gestickt und in der Eule vereinzelt habe ich immer die restlichen Fäden so mit verstickt. Ja, ich habe also irgendwie doch, es sind schon einiges an Kreuzchen zusammengekommen. Jetzt habe ich mal so grob überschnitten. Also es sind noch, ja, über 6000 Stiche, weil ich habe ja das nicht im Pattern Keeper, aber ich habe mir das halt anhand der Kästchen ausgerechnet, was ich noch machen muss, weil hier habe ich noch bis auf die paar Stiche gar nichts. Hier in dieser Reihe ist fast noch überhaupt nichts passiert. Hier in dieser Reihe ist noch fast überhaupt nichts passiert. Ja, dann habe ich hier noch alles. Hier muss ich noch so ein bisschen rum. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So hier, dieses Bordeaux-farbene, das muss noch alles gestickt werden. Dann habe ich hier zwischendurch immer noch so ein paar Kreuzchen, die ich sticken muss. Hier fehlt mir noch irgendwo was. Also ich muss da wirklich ganz, ganz, ganz doll aufpassen, dass ich nicht irgendwo ein Kreuzchen vergessen habe. Ja, also das habe ich mir vorgenommen. Wie gesagt, ich muss zwar heute arbeiten, wir haben es auch schon fast Mittag. Ich hoffe, ich kriege das Video vorher noch hochgeladen. Aber vielleicht, dass ich heute Abend mal ein bisschen sticke, weil im Moment komme ich tatsächlich abends so ein bisschen zum Sticken nach der Arbeit. Also nicht viel, so ein bisschen was, eine halbe Stunde oder so. Dann werde ich tatsächlich müde. Und heute ist auch Montag. Montags ist immer so ein Doof-Tag, weil da kommt so unheimlich viel Ware. Dann habe ich eigentlich den ganzen Nachmittag immer, ja, ein straffes Programm, sage ich jetzt mal so, weil dann muss ich Ware auspacken, ich muss es kontrollieren, ich muss es wegräumen und dann nebenbei noch die Kunden bedienen. Das ist immer so ein bisschen stressig. Das kann sein, dass ich dann heute Abend keine Lust mehr habe, dass ich dann kaputt bin. Aber ich gebe mein Möglichstes, dass ich das Projekt jetzt, also ich sage mal, bis einschließlich zum 1. fertig habe und dann zeige ich euch das in meinem Monatsupdate. So, ich stelle euch ein bisschen um, ein bisschen Zeit habe ich noch und dann können wir noch ein bisschen sticken. So, ich hoffe, ihr könnt was sehen. Also ihr seht hier zum Beispiel und hier, irgendwie fehlen mir dazwischen immer irgendwie ein paar Kreuzchen. Ich weiß nicht warum oder wieso, aber da habe ich wahrscheinlich geträumt. Ja, wie gesagt, ich gebe mein Möglichstes, dass ich dieses Projekt diesen Monat noch fertig bekomme. Und ich hatte ja auch gesagt, ich weiß gar nicht, wer mein Video geschaut hat. Ich habe ja mein Frühstück in Paris fertig gestickt. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn, oh, hier fehlt mir auch noch was, habe ich ja gesagt, ich möchte den Rahmen selber machen. Aber wisst ihr, was ich gar nicht bedacht habe? Dass das ja hinter Glas kommt. Und da bin ich raus. Also, das, nee, da müsste ich ja irgendwie zum Glaser fahren und mir irgendwie noch eine Scheibe anfertigen lassen. Und vor allem, ich müsste den Rahmen auch komplett anders gestalten oder bauen, weil ich jetzt gar nicht weiß, wie das mit der Scheibe dann funktionieren soll. So, und dann hatte ich mir überlegt, mir einen Rahmen zu bestellen. So, und dann kam mein Schwiegersohn und sagte, wieso, ich kann dir das doch rahmen. Und da gucke ich ihn an, ich sage, wie, du kannst mir das doch rahmen. Weil er ist gelernter Tischler und arbeitet jetzt aber als Fensterbauer. So, und eine ehemalige Arbeitskollegin von ihm, die macht, also die rahmt für die Firma, wo er früher gearbeitet hat.
So, und mit der Scheibe, die kann er mir von der Arbeit besorgen. Es gibt ja so öfter so Fenster, die ja beschädigt sind, aber wo die Scheiben noch in Ordnung sind. Und jetzt hat er sich mit ihr in Verbindung gesetzt und sie hat sich jetzt bereit erklärt, mir die Rahmen zu bauen. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch besorgen muss, ist das Holz. Aber das stört mich überhaupt nicht, weil mir schwebt genau ein Rahmen vor. Deswegen tue ich mich auch so schwer, damit mir einen Rahmen zu bestellen, weil ich habe immer so genaue Vorstellungen von dem Rahmen. Und ja, das dann so zu finden, das ist natürlich auch schwer. Und so kann ich mir dieses Holz, ja, sind ja eigentlich Leisten, Holzleisten, kann ich mir kaufen und sie macht mir das denn fertig. Und das Schönste ist, sie will noch nicht mal was dafür haben. Sie sagt, sie macht das immer so während ihrer Arbeitszeit, wenn sie mal so ein bisschen Leerlauf hat. Und naja, irgendwas werde ich mir da überlegen. Irgendwie einen kleinen Blumenstrauß oder irgendwie sowas, so als Dankeschön. Ich werde mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie es aussieht, aber ich werde auch noch ein bisschen warten, weil sie würde mir dann auch mein Perlenbild, also das mit der Hexe, würde sie mir rahmen. Und dann warte ich jetzt noch, bis ich das dann halt fertig habe. Vielleicht habe ich dieses dann auch fertig und dann kann sie mir alles zusammen rahmen, weil ich möchte ja so einen Rahmen nehmen. Ich weiß nicht, wer das Video gesehen hat von dem Rahmen von meiner Wolfsmama. Und diesen Rahmen, der ist ja so grünlich und so ein bisschen auf alt getrimmt. Und ich möchte denselben Rahmen haben, aber in so einem dunklen Grau. Ja, so ein, ja, ganz dunkelgrau nicht, aber so ein bisschen, ja, schon ein dunkleres Grau. Und vor allem, das passt zu allen drei Bildern, weil da überall Grau drin ist. Und zu diesem wird es halt auch passen. Und zu meiner Hexe ja sowieso. Und von daher freue ich mich, eine Sorge weniger, brauche ich mich da nicht drum kümmern. Und ich hatte jetzt meinen Schwiegersohn auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Weil klar, Tischler, die machen ja sowas, ne? Und naja, jedenfalls, da freue ich mich und ich bin dann richtig, richtig gespannt. Ja, ich habe ja auch meine zwei Gnome fertig gepaintet. Dazu hatte ich euch ja auch schon die Videos gezeigt. Und die sind ja so süß geworden, also die kommen auf alle Fälle an die Wand. Und da hatte ich mir erst überlegt, weil so einen aufwendigen Rahmen dafür, das wäre ja Quatsch. Es sind ja nur so kleine Snackbilder. Aber ich wollte die eigentlich erst auf so einen Keilrahmen mir kleben. Bloß, oh, was ist, ich tue mich mit diesen Keilrahmen immer so ein bisschen schwer, weil die so weit abstehen immer von der Wand. Und das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Und jetzt habe ich mir schon überlegt, dass ich die einfach nur auf Pappe kleben werde und dann irgendwie auch aus Pappe mir so einen kleinen Rahmen drumrum mache. Weil nur so auf Pappe kleben finde ich ein bisschen doof. Also irgendwas muss da schon drumrum sein. Jetzt ist es natürlich so, wenn man klebt und gerade auf Pappe, sobald die feucht wird, dann wälzt die sich ja so ein bisschen. Von daher muss ich mal gucken, wie das klappt. Und wie gesagt, wir kriegen ja heute Ware. Und die Ware, die wir kriegen, die kommt ja immer in so großen Einheitskartons. Und die sind eigentlich relativ stabil. Und jetzt werde ich mir davon mal so zwei, drei Kartons mitnehmen heute Abend. Und werde das dann mal versuchen, ob das so klappt. Weil ich hatte den einen Tag mal ein Video gesehen. Das ist aber schon länger her. Da hat eine Frau für irgendwas einen Rahmen selber gebastelt, auch aus Pappe. Und dann hat die diese Maserung, die so Pappen haben, so ein bisschen mit dem Bleistift nachgezogen. Und dann hat die das angemalt. Und dann ist die mit so einem Schwämmchen nochmal so auf diese Rillen lang gegangen. Und das sah dann so richtig so vintage-mäßig aus.
Und das werde ich mal probieren. Vielleicht kriege ich das ja auch hin. Da muss man natürlich sehen, dass man diese Maserung dann ja alle in eine Richtung hat, beziehungsweise so die Pappe sich legt, ja quasi dann so runter, dass die Maserung dann so geht. Und wenn es so ist, dann muss die Maserung ja so gehen, dass das auch irgendwie so ein bisschen stimmig ist. Aber ich werde das mal probieren. Ob ich das jetzt direkt schon schaffe, weiß ich nicht, weil ich möchte ja sehen, dass ich dieses Projekt hier fertig bekomme. Aber das versuche ich auf alle Fälle. Und die Pappen werde ich mir definitiv mitbringen heute Abend. Vielleicht kriege ich ja dann meine 5 Minuten, dass ich mich da hinsetze und das mal ausprobiere. Ja, aber wie gesagt, Pappe wälzt sich. Also muss ich das ordentlich beschweren dann, damit ich da keine Wellen reinbekomme. Ob das denn alles so klappt, weiß ich auch nicht. Aber mir jetzt dafür extra so eine Spanplatte zu kaufen, das ist immens teuer. Also Holz ist so wahnsinnig teuer im Moment. Mein Mann, wenn der nach Hause kommt von der Arbeit, der macht ja auch so viel Fußböden und sowas. Und der schimpft. Aber er sagt, also diese Holzpreise, die steigen fast stündlich. Also man kann gucken und 10 Minuten später guckt man dann wieder und dann sind die Preise schon wieder gestiegen. Also das ist Wahnsinn, was Holz im Moment kostet. Also das ist ja der Wahnsinn. Und so eine Spanplatte, die gibt es ja nur in so bestimmten Größen, also so kleine gibt es ja gar nicht. Und die kostet um die 80 Euro. Und ja, also für das Geld kann ich mir die Bilder rahmen lassen. Also von daher versuche ich das jetzt erstmal auf Pappe. Und wenn das partout nicht klappt, dann muss ich halt doch auf die Eulenkeilrahmen zurückgreifen. Hilft ja nichts, ne? Da beißt ja die Maus keinen Schwanz ab, oder wie sagt man so schön? Ja, was habe ich denn so die letzten paar Tage denn noch gemacht? Ich habe an meinem Dimensions-Kit noch ein bisschen was gestickt, aber das zeige ich euch dann im Monatsupdate. Ich habe an meinem Totenkopf so ein bisschen was gemacht, aber auch nicht viel. Also wie gesagt, den mache ich ja nur abends und ja, abends bin ich nicht so kreativ. Ich bin dann am Rumbummeln und gucke dann nebenbei Fernsehen, obwohl ich dann mehr Fernseh gucke wie sticke. Von daher, ja, es geht voran, langsam, aber ja. Und wie sagt die liebe Sabrina immer, der Weg ist das Ziel. Und auch das wird dann irgendwann mal fertig sein. Also da habe ich ja keinen Stress. Das ist ja kein Muss. Und von daher, ja, brauche ich mich da nicht stressen. Ja, ich habe ja auch heute Morgen so ein bisschen ein Video geguckt. Ich habe mir das Monatsupdate von der Stickliesel angeschaut. Und ich finde ja dieses Ding mit dieser. Seht ihr, also seht ihr überhaupt, was ich hier mache? Also, wenn ihr jetzt nichts gesehen habt, dann tut es mir leid. Ihr dürft Rita zu mir sagen. Aber ich hoffe, ihr konntet was sehen. Ja, die liebe Corinna, die stickt ja diese, ach, diese Decke, ich habe mir das aufgeschrieben, damit ich das ja nicht vergesse. Und zwar Rose Cottage Afghan. Das wird ja ein Hammerprojekt. Ich finde das ja so, so schön. Und sie hat sich da sehr zu Anfang ein bisschen vertan. Ich hoffe, den Fehler kriegt sie ausgebügelt. Aber das wird ja riesig. Obwohl ich jetzt tatsächlich nicht verstanden habe, ob das tatsächlich eine Decke ist oder ob das ein Bild ist. Also da bin ich tatsächlich außen vor, aber der Stoff, der sieht auch so schön aus. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Also ich hoffe ja, sie lässt sich nicht so viel Zeit damit, dass man sowas mal so in naher Zukunft fertig zu sehen bekommt. Also da bin ich wirklich, wirklich gespannt. Ja, dann freue ich mich natürlich, dass sie ihr Schätterlein jetzt weitermacht. Weil sie hat ja einiges an Finishes.
Sie hat ja gezeigt, das mit dem Pullover, dass sie das ein bisschen reingeschnippelt hat. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also hätte sie jetzt nichts gesagt, wäre mir das jetzt so gar nicht aufgefallen. Ich hätte gedacht, das muss so. Vielleicht solltest du, liebe Corinna, ich weiß nicht, ob du mein Video siehst, vielleicht so ein bisschen so transparenten Klebstoff vielleicht so an die Kanten machen, dass dir das nicht ausfranst. Weil man weiß ja nicht so, die Fäden, die lösen sich ja doch sehr schnell. Und um da auf der sicheren Seite zu sein, würde ich da tatsächlich so ein paar Tropfen, ja, so Klebstoff ranmachen. Es gibt von Uhu so eine gelbe, ja, Flasche, so gelb-pink ist die. Das ist ein Bastelkleber und der trocknet transparent, genau, transparent. Und den nutze ich eigentlich auch ganz viel. Oder Holzleim, der trocknet auch transparent. Würde ich vielleicht so ein paar Tröpfchen ranmachen. Nicht, dass dir das ausfranst, das wäre ja wirklich schade drum. Aber ich finde das total süß. Also ganz ehrlich, ich bin ja auf die anderen Pullover gespannt. Ich glaube, sie wollte noch einen in Rot sticken. Ja, also es ist niedlich. So kleine Projekte. Ich glaube, ich suche mir auch mal irgendwas raus. Bei Pinterest, da gibt es auch öfter so kleine Sachen. Und ja, weil ich habe ja noch so viel Stoff, ich habe ja so viel Garne und da findet sich bestimmt irgendwie was, irgendwas Kleines. Ja, dann hat sie ja gezeigt, was Rita und Vicky ja mit Perlen sticken. Ach, wie heißt das? Modern Folk Embroidery? No time like the present? Tempest Forget oder so ähnlich. Oh, das finde ich so toll. Und ich würde das ja auch so gern machen. Also ich habe ja noch immens viele Perlen. Ich wüsste auch genau, welche Perlenkombination ich da nehme. Und ich habe ja noch 25 Count Stoff. Ich hatte mir ja damals so ein Riesenstück gekauft für mein Heaven und Earth Design. Hatte ja auch darauf angefangen. Aber, ach, dies eins über eins, oh nee, ich bin ja bekloppt geworden. Aber so Perlen stickt man ja zwei über zwei und das würde ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Also, ich denke, das kriege ich hin. Aber, ja, dieser olle Kaufstopp, also der schlägt mir ja im Moment ganz, ganz übel auf. Also, ne, jetzt habe ich aber, ja, ich habe ja im April Geburtstag. Ne? Und ich habe ja auch so ein paar Ableger hier rumlaufen zu Hause, ne? Und wenn die so alle zusammenschmeißen würden, habe ich mir schon überlegt, dass die mir das ja schenken könnten, weil ich brauche ja nichts weiter. Ich habe ja die Perlen, ich habe den Stoff. Aber jetzt habe ich mal bei Etsy geguckt. Leute, ist das teuer? Also das Bild an sich kostet ja irgendwie 28 Euro, aber dann weiß ich gar nicht, wo das herkommt, aus Texas oder so, also irgendwo aus Amerika. Und also da liege ich ja bei weit über 50 Euro mit Versand. Und da habe ich gedacht, ach nee, also ich bin ja nicht geizig, ne, aber das wäre mir dann doch tatsächlich zu viel Geld. Also das ist ja Wahnsinn, diese Versandkosten. Oh nee, das wird mir übel aufschlagen, glaube ich. Also das ist mir tatsächlich zu viel Geld, obwohl das sieht ja, oh, fantastisch aus. Also wo ich das bei Rita und Vicky gesehen habe und ich habe mir ja so spaßeshalber dann mal so mein Perlenstash angeguckt und ich wüsste auch genau, welche Perlen ich dafür nehmen würde. Also, ja. Aber, oh, nee, 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 nee. Das ist mir tatsächlich im Moment zu teuer. Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte nichts mehr im Moment zum Sticken zu Hause, dann hätte ich wahrscheinlich
gesagt, das hole ich mir. Aber was ich euch ja noch gar nicht erzählt habe, ist ja, dass mein Nikolaus wieder bei mir eingezogen ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr euch an das Bild noch erinnert. Das ist ja der Nikolaus, der so durchs Fenster schaut, wo mir dieses Gesicht so überhaupt nicht gefallen hat. Ja, und dann hatte meine Freundin mit ihrer großen Schnut erzählt, sie stickt es für mich fertig. Ja, dann hat sie, glaube ich, irgendwie zwei reingestickt und festgestellt, dass Perlensticken ja so überhaupt nichts für sie ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie gar nicht auf dem Schirm hatte, wie lange das dauert. Also, ne? Und dann kannte sie ja auch die Farben noch nicht. Das heißt, sie musste überall dann gucken und so. Ich glaube, sie hat zwei oder drei reingestickt tatsächlich. So viel in fast einem, ich weiß gar nicht, wann ich euch das Video gezeigt hatte, wo ich gesagt habe, ich gebe es weg. Also das ist schon ein paar Monate her. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt auch wieder eingezogen. Also habe ich noch wieder ein Projekt mehr, was es zu bearbeiten gibt. Aber nun gut, ich habe viel Geld dafür bezahlt und ich werde es auf alle Fälle sticken. Ich weiß noch nicht wann, also nicht in naher Zukunft. Obwohl, wenn ich irgendwas sage, dann hat das sowieso nicht Hand und Fuß oder so, weil ich ändere ja meine Meinung auch irgendwie täglich. Von daher, ja, auf alle Fälle muss das Bild dann auch noch gestickt werden. Und ja, dann habe ich ja das Perlenstickbild mit dem Sonnenuntergang, diese Winterlandschaft, mein Winteridyll. Das hatte ich den einen Tag auch mir rausgeholt, weil da brauche ich auch nicht mehr viel. Also ganz ehrlich nicht. Ich habe ja so viele Projekte, die schon unheimlich weit vorangekommen sind und wo man oder wo ich dann einfach von 0 auf 100 dann keine Lust mehr hatte, dran weiterzuarbeiten. Aber ich glaube, ich bin da nicht die Einzige, ne? Das geht vielen so. Weil es ist ja, ich weiß es nicht, man, ach, ich habe immer so viel Ideen und will immer so viel machen. Und dann am nächsten Tag habe ich total keinen Bock mehr drauf. Also wirklich, von einem Tag auf den anderen, erst total euphorisch und ja, das mache ich und ja, und dann sehe ich das und dann denke ich mir, oh nee, hast ja eigentlich überhaupt keine Lust drauf. Es ist ja auch, die liebe Stickliesel hat ja auch ein Unboxing gemacht von einem, nicht Diamond Painting, von einem Malen nach Zahlenbild. Da muss ich sagen, das fand ich ein bisschen kurz, das Video. Ich hätte mir gewünscht, sie macht ein bisschen weiter, weil mich hätte jetzt tatsächlich interessiert, so mit dem Gold, weil es schimmert ja so ein bisschen Gold, diese Blüten. Und so ein ähnliches Bild verkauft sie ja jetzt auch gerade als Perlenstickbild. Also die Muster sind ja fast identisch, würde ich fast sagen. Und sie hat ja auch in ihrem Update jetzt so ein bisschen was gezeigt, dass sie noch ein bisschen, ja, minimal, würde ich jetzt mal sagen, nicht weitergemalt hat. Und da fehlt es mir ja auch wieder von den, was sagt man, von den Augen? Nee. Ja, jedenfalls fiel mir dann ein, dass ich ja auch noch so ein Teil hier rumfliegen habe, weil eins hatte ich ja fertiggestellt. Ich hatte mir ja damals zwei Bilder geholt. Beide so ein bisschen auf England getrimmt. Das eine habe ich ja fertig. Das ist ja mit der London Bridge. Da habe ich ja auch mir so eine Lichterkette drum gemacht. Und das hängt hier direkt links neben mir an meinem Schreibtisch. Und dann habe ich ja noch eins mit dem Big Ben. Und da sind ja auch diese typisch englischen Busse drauf und so eine typisch englische Telefonzelle. Es ist eigentlich ein tolles Bild.
Aber zum Malen kann ich mich im Moment nicht aufraffen. Jetzt habe ich mir schon überlegt, dass man sich vielleicht mal so ein bisschen so Malen nach Zahlen Videos anschauen sollte, weil es ist ja ganz oft so, man sieht etwas und bekommt dann Lust darauf. So geht es mir zum Beispiel mit meinem Diamond Painting. Also es hat mir tatsächlich geholfen, so mit meinen Wichteln, nicht nur, dass sie immens viel Spaß gemacht haben, die zu painten, sondern auch, wenn ich mir nebenbei so ein paar Videos angucke. Ich gucke mir dann ganz viel von der Heidi, also vom Kanal Kraft and Wedding, die Videos an und von Pichu und von Melli und wie sie nicht alle heißen. Und da fällt es einem tatsächlich dann auch leichter, weil man hat ja so das Gefühl, man macht das so zusammen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht mir mal so ein paar Mal nach Zahlen Videos bei YouTube raussuchen werde, weil da gibt es bestimmt einige. Ich habe noch gar nicht geschaut, aber einige wird es da mit Sicherheit geben. Weil ich weiß ja, die Wiki, die macht ja auch mal nach Zahlen, aber im Moment wohl auch nicht. Und ja, machen wir das mal. Dann habe ich ja noch ein Puzzle, was ich unbedingt mal machen sollte. Das habe ich noch nicht mal ausgepackt. Das war ja damals aus einer Kooperation, wo ich mir ja zwei aussuchen durfte, wo aber ich nur eins zeigen brauchte. Also wie gesagt, das andere ist noch komplett eingepackt. Aber das möchte ich eigentlich auch irgendwann mal machen. Ach, dann liegt hier auch so schräg, so quasi so. Ich habe ja, also das ist ja mein großer Schreibtisch und neben dem Schreibtisch habe ich meinen Painting-Tisch und auf diesem Painting-Tisch steht links in der Ecke mein Tower von meinem PC und oben auf dem PC, da liegt mein Perlenkranz. Oh, und der guckt mich immer an und jedes Mal, wenn ich da hingucke, kriege ich ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß gar nicht, habe ich den jetzt schon das zweite Jahr oder sogar schon das dritte Jahr? Das weiß ich gar nicht. Und er ist immer noch nicht fertig und seit dem letzten Mal habe ich da auch wirklich gar nichts dran gemacht. Aber das ist auch so ein Ding, da fehlt mir ja wirklich nicht mehr viel. Ich habe ja die kleinen Teile schon. Und da fehlt mir ja nur noch eigentlich diese eine linke Ecke. Ja. Also es ist einiges da, was ich auch unbedingt fertigstellen möchte, muss, will, kann, darf, soll. Ja, aber wie gesagt, man muss echt die Lust dazu haben, weil ich kann nicht planen. Also es geht wirklich nicht. Ich kann über so ein paar Tage planen. Also wie jetzt mit dem Perlenstickbild. Also das hätte ich jetzt auch durchgezogen, weil da war so mein eigener Schweinehund, wo ich gesagt habe, so Silke, jetzt machst du das, dann hast du das von der Backe und hast dein Soll erfüllt, ein Perlenbild fertig zu sticken in diesem Jahr. Ja, und dann gehen mir die Perlen aus. Ja, ist dumm gelaufen, aber oh, ich war so, so wütend. Also ich hätte dieses ganze Bild am liebsten vor Wut in die Ecke gepfeffert, weil ich gesagt habe, das darf nicht wahr sein. Ehrlich. Und ich habe auch durchgeguckt, aber das ist so eine komische Farbe. Also ich habe die tatsächlich in keinem anderen Perlenstickbild, obwohl sich immer so viele Perlen doch gleichen bei Nadja, aber nee, die Perle tatsächlich nicht. Aber wie gesagt, die kommen ja jetzt, hoffe ich, in naher Zukunft, aber ist scheiße, also ganz ehrlich, wenn, oh, ich reg mich schon wieder auf. Oh, Silke, bleib ruhig, denk an dein krankes Herz. Nee, aber deswegen finde ich die Tokarevas was wirklich, wirklich gut, weil ich habe die ja erst das, ja, das dritte jetzt. Aber wenn ich mir alleine den Karton
anschaue, wenn ich das Bild bekomme. Dieser Karton ist so schwer und die Pumpkin Street, die ist jetzt nicht wesentlich größer wie meine Bilder von Nadja. Und wenn ich das Gewicht davon nehme und von meinem Tokareva-Bild, dann also merkt man anhand des Gewichtes schon, nee, da taut nicht hin. Also, oh, nee. Ja, Themawechsel jetzt. Ja, ansonsten gibt es nicht viel Neues zu erzählen oder zu berichten, bis auf dass mein Mann hier gerade reinkam. Gut, der kam von der Arbeit, der wusste das ja nicht. Naja, nichtsdestotrotz habe ich mir ja jetzt mein Eulenbaby rausgesucht. Und ja, es sind also tatsächlich große Flächen. Also ich habe hier kein, nicht mehr so viel Konfetti wie so an den Seiten und hier unten da und hier an den Seiten mit den Blümchen und so, obwohl man die gar nicht erkennen kann. Vielleicht vom Weiten, aber mir gefällt das Eulengesicht unheimlich gut und die Eule an sich gefällt mir auch richtig gut. Und von daher kann ich da bei dem Hintergrund so ein Auge zudrücken. Mich würde auch mal interessieren, ob jemand dieses Bild schon mal vielleicht auf 14 Count gestickt hat oder überhaupt dieses Bild schon mal gestickt hat oder Dings. Ich weiß, eine Zuschauerin von mir hat mir erzählt, dass sie dieses Bild als Perlenstickbild hat und da bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, sie schickt mir ab und an mal ein Foto oder eine E-Mail mit neben Foto, weil das Perlenstickbild müsste ja eigentlich wesentlich größer sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vielleicht diese Größe hat. Nee, Perlenstickbilder sind ja in der Regel eigentlich ein bisschen größer. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das aussieht. Also das muss auch so schön sein, vor allem mit den Perlen auch, weil da gibt es ja so viele Perlenfarben und Sorten und wenn das richtig schön verarbeitet ist, dann müssen da ja fantastische Farben bei rumkommen. Also da bin ich echt gespannt, wie das aussieht. Vielleicht schickt sie mir ja mal ein Foto, dann würde ich euch das zeigen, weil ich weiß jetzt nicht, also sie hat es entweder bei Nadja oder bei Olga bestellt und sie hat es auch schon zu Hause. Ich weiß nur nicht, ob sie es schon angefangen hat. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. So, ja, ihr Lieben, die Zeit läuft, ich muss zur Arbeit. Ich drehe euch noch mal kurz um und dann zeige ich euch das Bild noch mal. So, ich habe das Bild jetzt mal auf den Fußboden gepackt. Also, obwohl so von Weitem tatsächlich kann man so die Rosen erkennen. Aber was mir tatsächlich nicht ganz so gut gefällt, ist hier, dieses hier, so dies so drumrum. Da hätte man vielleicht irgendwie die Farbe so ein bisschen, vielleicht ein, zwei Tucken dunkler wählen können. Weil, ja, so gerade so hier oben, so bei dem Auge, da fehlt mir so ein bisschen, ja, ein bisschen Kontrast. Aber ansonsten, so könnt ihr auch mal sehen, was mir noch alles fehlt, ne? Also, ja. Also dieses ganze Teil habe ich aufgefüllt. Ich habe hier das alles aufgefüllt. Ja, und so zwischendurch immer so hier so ein bisschen was gemacht. Ja, ich drehe euch mal um. So, also da könnt ihr sehen, was ich noch alles machen müsste. Also ihr seht so die quasi so diese oberen 3 Zehnerraster, da ist noch kaum was passiert. Also es ist noch einiges zu tun, aber das Gesicht ist das nicht süß. Auch wie sie so guckt und so ein bisschen den Kopf so eingekuschelt in ihr Fell. Oh,
Ja, ich finde es so schön. Ach, mir wird ganz warm ums Herz. Wird richtig wehmütig hier. Doch, ich finde es total süß. Ganz, ganz ehrlich. Auch so mit dem Schnabel. So, Silke, ruhig jetzt. Ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Und ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich habe genug geschnabbelt jetzt. Ich wünsche euch, wie gewohnt, einen fantastischen Tag und bleibt mir gesund. Bis dahin. Tschüss.